Cosmo, nein. Niemals. Jetzt kommt D plus, okay. Trümmerfeld, Redley zu verdanken, Ocean Guard und Kraken. Uiuiuiuiui, das ist super. Teste wohl aktuell wohl Shadowbans. Was sind Shadowbans? Uiuiuiui, hier fliegen aber die Splitze. Laserschwertank in einer Unterhöhle. Ja, geil. Oh, kann ich wieder aufheben, voll gut. Pow, 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 pow. Ah, noch einer! Drachenaffe! Oh. Das war's mit der Munition. Warum kann man Real Life nicht klippen? Das wäre super, ne? Wäre auch bei, wow! Na toll. Ah! Wieso bin ich jetzt gestorben? Ich hab keine Ahnung. Also ich bin hier hingegangen. Ich habe meine Taschenlampe angemacht oder war ich tot? Wahrscheinlich der Strom, was ich da angeschaltet habe, hat so weit gestreut, dass es mich dann noch erwischt hat. Wisst ihr, was geil ist? Steak? Medium? Nächste Woche Spätschicht. Kein Plan, freut sich drauf. Bisschen länger schlafen vielleicht. Ja, ich habe nächste Woche einfach völlig durcheinander Schicht. Wurde auch schon wieder was geändert für Dienstag. Ich muss Dienstag eine Stunde früher anfangen, weil Sprinklerwart, Schulungsgedöns weitergeht. Der praktische Teil bei uns vor Ort. Und Montag habe ich auch. Montag habe ich irgendwie von 14 bis 20. Dienstag habe ich dann von 10 bis 16. Und Donnerstag habe ich auch wieder was ganz Komisches. Ist halt einfach. Every day anders. Alter, der hat meine Beine gegessen, Leute. Der hat direkt meine Beine abgebissen. Hier, guckt einfach beide Beine ab. Vermutlich, weil wenig Arbeit und weil Auto und weil böses Rennen. Du bist aber auch ein Schlimmer.
Das Hackerdings hätte mich ja eben auch wieder fressen müssen. Einfach Beine weggeschneckt. Ja, so kleiner Heidemann-mäßig. Mache ich jetzt so ein Gewehr oder gehe ich jetzt weiter in den Computer? So, nee, wenn, dann müsste ich ja das hier. Ah, nee, das ist ja Dings hier. Multitools, und das ist ja wirklich Geschütze etc. kontrollieren. Das klingt auch nach einem Plan. Ach, Schweizer, das ist ja auch doof. Ja, wir haben da, wir haben ja eine Sprinkleranlage bei uns auf der Arbeit und wir haben bisher immer eine Firma bezahlt, die das wartet, und jetzt machen wir das einfach selber. Wir haben jetzt 3 Leute von uns geschult, ich bin einer davon. Dient zwar nur als Backup, aber schadet ja nicht, die Schulung zu haben. Falls der andere mal im Urlaub ist und so Sachen. Und nächste Woche Dienstag schauen wir uns dann halt bei uns unsere Sprinkleranlage an. Und wie man da einen wöchentlichen Test fährt. Gehen wir einmal mit dem Techniker von uns da durch. Und er sagt dann, oh, guck mal hier, da musst du dann auf den Knopf drücken. Dann passiert das und das. Und das musst du dann 20 Minuten laufen lassen und fertig. So ist es, so ist es. Ja, es wird nicht Wasser rausgelassen, quasi Wasser durch die Sprinkleranlage bzw. durch den Motor gepumpt. Ob der Motor läuft etc. und alles, weil eine Sprinkleranlage steht quasi zumindest im Innenbereich, und wenn es warm ist, steht die unter Wasser, dass direkt unter diesen Sprinklern, die im Laden oder im Büro sind, direkt Wasser drunter ist. So, dass da ist so ein Glasampulle dran und die platzt bei einer bestimmten Temperatur und dann fließt das Wasser. Und dann fließt das Wasser. Und hinten an der Pumpe an so ein Druckventil fällt dann quasi der Wasserdruck, der da ist. Und wenn er irgendwie eine bestimmte Barzahl erreicht hat, schmeißt er automatisch den Motor an, um Wasser nachzupumpen. Und das wird halt getestet, ob der Motor funktioniert. Kann ich hier auch einschlagen? Nö. Wenn ich meine Fähigkeiten auf Nahkampf? Nö. Ja, Bestandskorrektur, einmal Lagerfeuer im Geschäft. Jede Woche. Wenn einfach alle Retouren im Laden werden einfach verbrannt. Im Laden aber auch. Das. Nichts in den Schränken, was man braucht. Laden. Ich habe immer Platz für den neuesten geilen Scheiß, ja. 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 Aber man könnte ja auch quasi eigentlich alles, was aus dem Sortiment kommt, einfach günstig abverkaufen. So wie wir es auch machen. Werbung.
gerade. Nein! Es gab ja tatsächlich auf so den ein oder anderen Webseiten aktuell so News. Decathlon, Aushaus, großer Ausverkauf. Vielleicht wird auch mir das nur über Google angezeigt, weil ich da arbeite und Google einfach ein krasser Stalker-Verein ist. Und genau weiß, was ich tue, wo ich lebe, was ich arbeite. Und ich deswegen diese News angezeigt bekomme. Wahrscheinlich wird es das sein. Ja, allein wegen der Munition ist schon gut. Oh, okay, okay. Ausnahmsweise ist immer was Sinnvolles in den Schränken. Ein Feldstecher. Den legen wir mal ganz schnell weg. Ich will keinen Stecher mit mir rumschleppen. Der einzige Stecher hier bin und bleibe ich. Man kann ja froh sein, dass ich hier noch zwei Dietrich habe für die Tür. Na cool, ich hätte hier gar nicht reingemusst, wie es aussieht. Nö. Dann behalte ich meine Dietriche für mich. Hier war auch eine Pistole drin, ne? Das Multitool, ja, warum nicht? Warum willst du schießen, Otto? Da kann ich nichts für, dass wir nur so komische Klamotten haben. Dreht jetzt dieser Bob Page komplett durch und will der Gott aller Dinge werden? Oder irgendwie klang das gerade ein bisschen so. Ja, wo gehe ich jetzt mit den Punkten? In Elektronik oder Computer? Gewehre. Lerne jetzt willige Mütter aus deiner Nähe kennen. Oh, wir sind wieder beim Thema von vorhin. Einfach durchlaufen. Keine neuen Nachrichten, okay. Eine Scram-Granate, die kommt hier gerade gelegen. Du bist um mein Bord, du kämpfst nur an meiner Seite. Du tust, was ich sage, oder ich versuche dir den Hintern. Okay. Aber dieser Bob Page macht mir jetzt ein bisschen Sorgen, weil er so klingt, als ob er durchdreht und einfach alles kontrollieren will, indem er einfach die beiden KIs mit seinem Hirn verschmelzen lassen will.
Von willigen Müttern das Thema kommen wir nicht von weg. Das also von. Was? Oh, wer ist er denn? Er ist rot. Stimmt, wo du sagst. Hä? Container mit Nanovirus. Okay, hier steht da rum. Und Ambrosius sind dieselben. Also das Ambrosius ist das Gegenmittel. Aber schön, dass das hier so rumsteht. So offen, zugänglich für alle Mann. Für alle Mann. Was los? Ich nehme diese Lady mit auf Klo und versiegel dort ihren toten Po. Ich muss was ausprobieren. Claudia, dankeschön, viel Spaß und einen schönen Abend. Oh, 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 schlechte Luft. Ganz schlechte Luft hier drin. Ah, hier ist das Gegenmittel. Gegen diesen Nanovirus, weswegen das Ganze ja eigentlich begonnen hat. Womit diese komische Organisation Majestic 12 alles und jeden kontrolliert. Sie ist ein Engel. Okay, die Scrambling-Granate hat irgendwie ihre Wirkung. So gesagt, nö, brauche nicht mehr. Wir schweben alle hier unten. Oh, ich habe S den zweiten auch noch nicht gesehen. Jetzt so viel Supernatural geguckt, okay. Okay, wer hat auf mich geschossen? Ah, da sind Turrets in den Wänden. Ja, da war eine Pfote. Okay, ich habe noch 5%. Nein, mit 5% Akku kann ich kein Licht da machen.
muss kurz mal mein Handy anschließen gehen. Kurzen Moment warten. War der zweite S eigentlich gut? Hat ihn jemand gesehen? Der Plan müsste auf dem Computer hier im Raum gespeichert sein, okay? Das sieht aus wie ein 3D-Drucker, ein groß. TNT, Knöpfe und Gezeug. Hack, hack. Der zweite für S. Auf UK-Pläne zugreifen. Plan habe ich, treffen Sie Gray Savage und Jock auf dem Kommandomodul auf dem U-Boot-Stützpunkt. Das heißt, ich muss jetzt immer zurück. Der soll noch besser als der erste. Also ich fand den ersten echt gut. Sven, was spielst du? Du warst hier unten. Was hast du hier gemacht? Hast du hier gearbeitet? Ah! LKW fahren. Ja, ist halt... Irgendwo muss man das Auto fahren und auswählen. Das lädt ja zum Glück recht schnell auf, da können wir auch Lilly sehen. Turbo! In case you were wondering, Helios intercepted your transmission. We accessed the Ocean Lab computers ourselves, which means our UCs will be operational shortly. Meanwhile, we will be manufacturing a cure to the virus. A cure? A cure? Do you have any idea how easy it will be for me to make a new virus? All I have to do is find a very large prime number and multiply. Ich muss eine hohe Primzahl, and all we have to do is crack the code. Mathematically unlikely, as are your chances of leaving the Ocean Lab, by the way. Your next page. Your greatest strength was secrecy. But now we know everything, including your present location. Always the optimist. You would need an army to attack me at Area 51, and pretty soon, if the missile is accurate, your X-51 will be a thin, gray smudge where Vandenberg used to be. Okay. In der Höhe Kassel, bis letztes Mal viel gefahren. Turbo! Turbo an! Springt ihr durch die Schächte und durch die Alarmanlage! Hui. Go, go, Speedo-Beine!
Raketenwerfer. Was bist du an meiner Rakete los? Ein U-Boot, das könnte ein Hinterhalt sein. Schnell! Schnell! Walton Simmons, ja. Jetzt arbeiten sie doch für uns. Ironisch, das Schicksal. What? Deine Mutter arbeitet für dich. If you recall our chat in the break room at UNATCO, you know that I have the same augmentation technology as you. Then this will be a good fight? With the exception that I have a newer version of the firmware. Oh, du hast die bessere Firmware, ne? Wow! You should have surrendered. Hat er mir schon wieder die Beine zerschossen, der Otto? Ah, fuck it, dieses Tarnfeld. Tja, leck deine Firma am Arsch. Watson Simmons? Denkt er, wer ist? Fisch im Wasser, ich bin wie ein Fisch im Wasser. Du bist tot, Alter. Du riechst nach toten Eiern! Aber netter Anzug. Erinnert mich ein bisschen an Subnautica. Bist du der Typ von Subnautica? Wir haben den Typen von Subnautica gerade getötet. Ah, kacke. Das ist ja doof. Wir haben Raketenwerfer. Oben machen die jetzt auch. Ah, da ist ein Dings. Eins Terminal. Dann machen wir jetzt so. Ein bisschen Erdbeben. Und dann geht das.